Eine Ada-Titan-Karte war tatsächlich in Planung und kommt, allerdings unter anderen Namen. Fans werfen derweil AMD Geldgeilheit vor und fordern umgehende Preissenkung bei der aktuellen CPU-Generation. Konami meldet sich mit gewaltigen News zurück. Silent Hill 2's Remake soll bereits in Arbeit sein und verständlicherweise brodelt die Gerüchteküche rund um Metal Gear. Ah ja, und was Sony schon wieder an Unsummen ausgibt. Das alles die aktuellsten Gratis-Games der Woche und Spaß mit Fragen gibt's weiterhin immer nur hier. Ich bin im Vor und... Mein Spender! Das sind die News. Das sind schon keine Leaks mehr, da der offizielle Vollausbau von Nvidias Top-GPU der Ada Lovelace-Generation gezeigt wurde. Die RTX 6000 ist Nvidias Profikarte und konzipiert für Design und Simulation. Also kaum was für uns Gamer, jedoch sind anhand dieser Daten einige Details durchgesickert. Seit Turing, also der besten Grafikkarte der Welt, 2080 Ti, gab es nämlich keine RTX Titan-Grafikkarte mehr. Gelegte Bilder zeigen jedoch ein absolutes Ungetüm mit gleich 4 Slot hohem Kühler und einer TDP von, haltet euch fest, 900 Watt. Das wird so selbstverständlich niemals in den Laden kommen, denn laut Insidern soll die Titan sich selbst und die angebundenen Netzteile regelrecht geschmolzen haben. Doch keine Angst, einen Vollausbau soll es dennoch für uns Gamer geben, halt nur mit geringerem Takt und angepasstem Kühlsystem. Und sie soll 4090 Ti heißen. Allein das Datenblatt der RTX 4090 Ti soll absolut bestialisch sein, hier im Vergleich zur RTX 4090. Haltet euch fest, die 4090 Ti soll bis zu 48 GB RAM stemmen, 18.176 Shader-Einheiten gegen 16.384, 142 RT-Cores gegen 128 RT-Cores und 568 fast nice Tensor Cores gegen 512 der 4090. Das Teil wird übrigens, falls es so rauskommt, mit absolut allem je dagewesenen Karussell fahren. Ich bin neugierig, was AMD im November mit der Radeon RX 7000 der Serie geplant hat, denn so wie es zurzeit aussieht, muss schon etwas Kolossales auf uns zukommen, sonst sehe ich, naja, rot für AMD. Rot AMD, verstanden. Also nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr auch das nicht verpasst. So langsam habe ich übrigens das Gefühl, dass die RTX 4000er Serie aufrüstungswürdig ist. Aber was meint ihr? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Apropos AMD, Fans fordern nämlich nach dem Intel Raptor Lake Launch einen schnellen Preissturz aktueller AMD CPUs. Denn Intel konnte sich erneut die Gaming-Krone aufsetzen. Und das mit einem günstigeren Preis. Zum ersten Mal, seit ich denken kann, bringt AMD nämlich teurere CPUs raus. Ryzen 9 7950X kostet fast 900 Euro, während Intel gerade fette Gewinne einfährt und das zu fast lächerlichen Preisen von 700 Euro, zumindest beim 13900KF. Hinter KF steckt übrigens dieselbe CPU wie beim 13900K, allerdings ohne Onboard-GPU, was jedoch teils auf besseres Overclocking-Potenzial hindeutet. Und nochmal apropos, denn Intel 13900K konnte dank Flüssigstickstoff auf 8,8 GHz getaktet werden und bricht somit den 8 Jahre alten AMD FX 8370 Rekord um 90 MHz. Also hat AMD gleich vieles verloren. Intel ist im Augenblick nämlich nicht nur out of the box schneller, besser fürs Overclocking geeignet, sondern auch günstiger. Soll heißen, wer sich jetzt gerade eine AMD CPU kauft, naja, rüstet vielleicht auf, da CPUs wie zum Beispiel 5800X 3D gerade super günstig zu haben sind. Oder wer sich die neueste AMD Hardware kauft, ist ein Fanboy und dem ist nicht mehr zu helfen. Also AMD, senkt eure Preise, aber Dalli. Und Mega News, und ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Namen in Zusammenhang mit Mega News nennen würde, und zwar Konami. Wie es nämlich aussieht, arbeitet das Team seit 2019 an einem Silent Hill 2 Remake und das Game soll sich in einer fortschrittlichen Produktionsphase befinden. Konkret soll das durch Blair Witch oder dem Medium bekannte Bloober Team
für das Remake verantwortlich sein und im Augenblick soll an Feinheiten des Spiels gefeilt werden, um eine bestmögliche und moderne Horrorerfahrung bieten zu können. Auf die Frage, wann das Spiel denn angekündigt wird, sagte man schon sehr bald, denn ursprünglich wollte man das Game schon 2021 releasen, es wurde jedoch aufgrund von mehrfach verschoben. Dabei soll das Game nun mit der aktuellen Unreal Engine 5 gebaut werden, was man übrigens auch am hervorragenden Teaser sieht. Auch wenn es den Anschein macht, dass Silent Hill 2 als erstes erscheint, hat Konami jedoch gleich 4 Spiele angekündigt. Darunter Silent Hill, das besprochene Silent Hill 2, Silent Hill Ascension und Return to Silent Hill. Und kaum kündigt Konami Silent Hill an, pochen die Herzen von Metal Gear Fans höher. Denn schon vor Jahren wurde zum Beispiel Metal Gear Solid 3 Snake Eater für den Japan-exklusiven Geldschluckermaschinen Pachinko geremastert. Fans brüllten seitdem affenmäßig Richtung Konami. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Denn am gecancelten Silent Hill von 2015 zum Beispiel arbeitete kein geringerer als Videospiellegende Hideo Kojima. Somit ist eine baldige Ankündigung eines Metal Gears, egal ob ein neues, bitte kein Metal Gear Survive 2 oder einem Remake, durchaus möglich. Falls sich unter euch Metal Gear Solid Fans befinden, denen empfehle ich übrigens meinen Zweitkanal und zwar M4's Metal Gear Bibel. Da besprechen wir, naja, alles rund ums Thema Metal Gear. Also auch da abonnieren. Und wenn du glaubst, du releast deine Games in die Welt, kommt plötzlich Sony mit einem Koffer voll Geld. Mit einem Koffer voll Geld. Sony sichert sich erneut, und zwar nach dem mittlerweile monatelangen Rumgeheule wegen Call of Duty, die Publishing-Rechte für das eben besprochene Silent Hill. So sollen die Spiele, wie es scheint, nur für PlayStation 5 und Steam erscheinen. Ob es sich dabei übrigens um eine Zeitexklusivität handelt oder nicht, ist übrigens noch nicht bekannt. Ich habe es schon mehrmals hier auf diesem Kanal erwähnt und ich kann es nur wiederholen. Ich kann Sony bei derartigem Verhalten einfach nicht mehr in Schutz nehmen, obwohl ich die Firma grundsätzlich mag. Aber Schande. Aber was sagt ihr dazu? Ist Sony im Recht oder sollten die mal ernsthaft ihre Base chillen? Spielt ihr Silent Hill oder seid ihr Metal Gear Solid gehypt wie ich? Schreibt es mir unten in die Kommentare. So. Kommen wir nun zu den Gratis-Games. Diesmal gibt's, auch wenn es nur 2 Games sind, eigentlich 3. Und das macht Sinn, denn der Epic Games Store verschenkt Evolence die Legendary Edition. Diese bietet gleich 2 Spiele, wobei Evolence The First im Stile vom RPG Maker erinnert an frühe Final Fantasies bis Final Fantasy 6. Wer das noch kennt, kämpft klassisch turn-based, levelt und erkundet die Welt von, Evolence. Wobei das Game im Laufe der Story einen interessanten Twist bietet. Je weiter ihr vorankommt, ändert sich auch der Grafik- und Soundstil von einer Art Final Fantasy 6 zu Final Fantasy 7. Evolence the Second erinnert an Games wie Chrono Trigger mit Echtzeitkämpfen und Sidescroller, Super Saiyajins und Pokémon, ja selbst Space Invader Parts. Jedes dieser Spiele ändert im Laufe des Spiels seinen Stil, was sie einzigartig macht. Nachdem letzte Woche das schlechteste Fallout gratis war, haben wir diese Woche das laut Metacritic beste Fallout-Game. Das 2008 erschienene Fallout 3. Echtzeitkämpfe in der postapokalyptischen Endzeit. Grafisch hat sich das Spiel zwar nicht gehalten, aber es hat nun mal seinen ganz eigenen Charme. Putin geht bei MTech. YouTubes Terroranist wurde jüngst, also neulich für unsere Zuschauer, durch unseren Gedankenpolizist Red Chili entlarvt. Mit sachlicher Eloquenz, also das bedeutet, das versteht ihr nicht, schrieb er unter das Russland-Saga-Video: Meine Güte, wo haben die denn dich rausgelassen, ey? Russenfreund oder was? Damit ist eindeutig bewiesen. Lesen Sie dazu übrigens in unserem Sondermagazin Russland Saga M4. Keine Sorge übrigens mit ganz vielen Bildern, denn seien wir uns ganz ehrlich, die sagen so oder so mehr als 1000 Worte. Artikel wie M4 hat was? Wenn das nicht interessant klingt. Oder unseren Hauptartikel Putin geht oder
Putins Geld. Also unbedingt kaufen und lesen, das ist ehrlich, das ist ein Scheiß. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Sketch gefallen. Das soll selbstverständlich nur ein Scherz sein. Aber ich muss zu dem Kommentar tatsächlich was loswerden. Und zwar, solche Kommentare fordern und fördern Zensur. Und damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, mein Freund. Also da kannst du auf und ab hüpfen. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Und ich lasse mich auch nicht als irgendwas hinstellen. Überleg bitte das nächste Mal, was du schreibst, denn das gehört sich nun echt nicht. Wir sollten, glaube ich, aus der Geschichte gelernt haben, dass man nichts zensieren und nichts beschönigen soll. Ich finde zumindest eines, und zwar hat Eurofuchs Gaming, hier, ich lese es kurz vor, das sehr gut zusammengefasst eigentlich. Eurofuchs Gaming schrieb unter einem Kommentar: Meine Güte, Russland fertigt eigene CPUs, ey. Ist doch ein neutraler Satz, der beschreibt, ey, dass ein Land, welches auch immer, ey, CPUs fertigt, ey. Impliziert keine positiven oder negativen Ansichten, ey, in Richtung des betroffenen Landes, ey. Also, besser hätte ich selbst nicht hingekriegt. Danke nochmal an Eurofuchs Gaming. Ich muss aber noch eines dazu sagen, Mellis hat darauf auch sehr eloquent geantwortet. Er schrieb 2080 Ti SLI, ey. Also entweder folgst du meinem Kult, der RTX 2080 im SLI, oder du kannst dich gleich wieder schleichen.